So, was machen wir? Ich würde sagen, wir laufen irgendeinen Punkt, also auf der anderen Seite an. Vielleicht ein bisschen außen rum, links rum vielleicht. Und hinten. Da kommt man ja gar nicht vorbei. Okay. Siehst du, ich war auch schon lange nicht mehr drin. Also ich meinte halt den. Ja, okay, der ist weg. Schon. Blöd ist nur, dass wir die nicht wieder aufheben gehen. Die Kugel. Ich hol mal eine Kugel und werde dann wahrscheinlich auf den Sack kriegen. Also hinten steht auch noch eine Kugel, ne? Auf der Ali-Seite. Oh. Alter, wie die mich auseinandernehmen, ey. Zwei Kugeln stehen. Ich kämpfe hier in der Mitte und mach den beiden Dings. Ich raff auch nicht, was, welche Kugeln wohin und was müssen wir jetzt hier eigentlich tun und. In den Ecken sind so Kugeln, die kann man anklicken. Und je länger wir, also unser Team, die Kugeln trägt, und vor allem abhängig davon, also wo man sich positioniert mit den Kugeln. Zum Beispiel in der Mitte gibt es die meisten Punkte. Und dann geht es darum, die meisten Punkte damit zu sammeln. Diese Siegespunkte. Ich muss näher ran. Ach, shit. Hatte ich jetzt nicht gerafft. Du hast diese Viereckkarte. Genau, an den Seiten steht. An welche Seiten denn jetzt? Von dem mittleren Viereck oder von den Pavillons ganz, ganz links und rechts? Nö, oh, die Karte auch mal. Also diese grüne, lila, orange und blaue. Genau, das gibt da. So vier Kugeln. Die muss man tragen. Also anklicken und dann möglichst lange tragen. Jetzt bin ich tot. Und solange, also eigentlich spielt man das so, dass natürlich jeder mitdenkt und sieht, okay, unsere Kugel, die und die Kugel von uns wird gefokust von den Allies. Also laufe ich schnell in diese Ecke, weil jede Ecke hat eine eigene Farbe. Und wenn die gerade down geht, dann sammle ich die, also hebe ich die direkt wieder auf. Und dann laufe ich halt in eine andere Richtung, wo es keine Allies gibt oder so, damit man die einfach möglichst lange quasi tragen kann. Die Punkte, kann. Die sammle ich jetzt wie? Indem du eine wenn Kugel aufhebst. Wenn ich die Kugel aktiv angeklickt habe, muss ich jetzt dann erst in die Ecke damit rennen? Oder nee, nee. Du musst theoretisch einfach nur möglichst lange die Kugel tragen. Und wie gesagt, in der Mitte gibt es die meisten Punkte dafür. Aber hast du die jetzt? Oder Nee. Nee, ich bin jetzt oben an der roten Ecke gerade. Das ist die rote S, ich weiß nicht genau. Ja, da hat jetzt einer die Kugel genommen. Ja, also außen gibt es halt bestimmte Punkteanzahl und innen drin auch. Innen drin, also in dieser Halle innen drin, gibt es die meisten Punkte. Jetzt haben wir zwei Kugeln in der Mitte. Ich versuche mal schnell die andere Kugel aufzuheben. Also eine ist noch frei sogar. Ich muss näher. Ich bin außer Reichweite. Und das Dumme ist, man kriegt aber auch mehr Schaden, wenn man die Kugeln trägt, dann ist man schneller down irgendwann. Ne?
Verstehst du jetzt so ein bisschen? Ja, aber ich krieg halt überhaupt nichts mit. Irgendwie, ich weiß gar nicht, wer jetzt wo welche Kugel hat, ob der Minimap siehst du nicht bewegt was. Sehe ich nur so eine weiße Fahne, was heißt das? Dass da die Kugel gerade steht. So. Wenn deine Fahne gerade irgendwie. Der holt sie auch gerade hier, ja. Der eine. Ah, okay. Da haben wir 3 von 4 Kugeln. Ja, das ist gut. Da 3 Kugeln in der Mitte. Kein Ali. Wenig Alis. Alter, ja, das war krass. So lange hatte ich sie eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob da was verändert wurde. Aber ich bin gerade irgendwie in 3 Sekunden down gewesen. Also je länger man die Kugel trägt, desto höher steigt so ein Debuff. Und wenn, was ich, ich weiß nicht genau, wie hoch er stacken kann. Und dann kriegst du halt mehr Schaden. Kannst du aber auch nicht ablegen zwischendurch, dass sie ein anderer dann aufnimmt hier unten. Ne? Nee, wenn du die quasi ablegst, also da musst du sterben, damit du die ablegst. Und dann respawnt die an derselben, also quasi am Start in der Ecke da. Ich hau hier so rum auf dem scheiß Freak und er kriegt überhaupt keinen Damage, der direkt war da. Das ist keine Ahnung, 10.000, 3.000, 4.000 der Schläge, irgendwie da kommt nichts. Da hinten steht noch eine Kugel. Weiß nicht, ob ich das schaffe, schnell aufheben. Ich weiß gar nicht, ich habe irgendwie eigentlich das Gefühl, dass man früher irgendwie 2000 Ressourcen sammeln muss, also 2000 Punkte. Und jetzt hat man hier nur 1500 in allen BGs. Keine Ahnung, ob das geändert wurde, angepasst wurde, damit es noch schneller geht hier oder so, keine Ahnung. Alle Kugeln sind überall, also die stehen überall frei. Hier steht noch eine Kugel, die könnte man aufheben. Grüne ist einen auch noch. Ja. Zweck. Haben Ali genommen. Ja, wir kriegen Schaden. Springen unsere beiden Kugelträger nicht runter hier. Ja, weil da drin auch Alis sind. Ja. Weil es hier eigentlich sicherer ist, um abzuhauen. So haben wir 3 Kugeln und die können uns nichts anhaben. Punkt zwar nicht so viel, aber. Von rechts kommen welche. Ja, das ist blöd, dass er da jetzt reingecharged ist. Jetzt wird er gefokust, glaube ich. Na, ich kann noch eine Kugel nehmen. Kennst du? Ja, mach mal, ich habe ja einen noch. So. Aber ich bin nicht tot. Vielleicht gedacht, das muss irgendwie sein, dass ich die Kugel nehme. Ich werde gleich sterben. Ja. Ja, egal, aber ich glaube, wir haben schon ziemlich sicher gewonnen. Auf jeden Fall ist das eigentlich entspannter als dieses, was wir vorhin gespielt haben mit den Ressourcen, mit den Lagen. Ja, die Leute wissen, was sie tun, dann schon. So, jetzt können wir in die Mitte. Na gut, da sind immer noch ziemlich viele Alis.
renne ja so ein bisschen in der Mitte rum. Beschäftige die Allies. Ja, das ist gut. Jetzt stehen wir hier, die zwei Orks. Ein, ist das Krieger? Ich glaube schon. Ein Fury-Krieger und ein Arms-Krieger. Das 100 Punkte noch. Oh Gott. Ich bin außer Reichweite. Ja, easy win. Guck mal, der kriegt überhaupt keinen Schaden, ne? Naja. Ja.